Tell you the rules in the dressing room. When I say break, step back. When I say stop, stop boxing. No low blow, no headbutt. Take yourself all the time. Touch the gloves. Good also day. Keine Tiefschläge, keine Kopfstöße. Here we go. Für der achten Latschen Ungar, der Referee aus den Niederlanden, stammt aus Marokko, war selber ein recht erfolgreicher Ringfrei Profi. Runde 1. Hat jetzt ungefähr, hat er mir gestern gesagt, 60 Meisterschaftskämpfe schon geleitet und bin überzeugt, dass er ja eine gute Leistung zeigen wird. Robin Krasnicki, der schwarzen Hose mit dem weißen oberen Bund, ist heiß auf diesen Kampf. Er ist ja nach dem Russen Dimitri Sukotsky, dem Rumänen Alejandro Lakatos und dem Slowaken Tomasz Kovac erst der vierte, der diesen Europameistergürtel der World Boxing Organization umschnallen durfte. Und im Gegensatz zu seinen Vorgängern will er diesen heute Abend auch verteidigen. Krasnicki zeigte bei seinem Titelgewinn gegen den Franzosen Abdelkarim Berger eine bärenstarke Leistung. Gewann vorzeitig in Runde 4. Jetzt ist der nächste Franzose angereist, um den Titel hier zu gewinnen. Giften sich beide etwas an beim Biegen. Guter Versuch eines Aufwärtshakens, da eben von Krasnicki. 5000 Fans im Kosovo schauen beim Public Viewing vorbei in Junik, seiner Heimatstadt. Ich glaube übrigens auch Luan Krasnicki, der Schwergewichtler, ja, sind allerdings beide nicht verwandt. Ja, mal eine ganz gute Linke da zum Kopf und allerdings Krasnicki da in Gefahr zu bringen. Ja, beide haben da noch etwas Probleme mit der Distanz. Viele Schläge landen da irgendwo als Luftlöcher. Ja, aber geht von Anfang an hier gleich richtig zur Sache. Sehr beweglich. Robin Krasnicki. Robin Hachi Krasnicki, wie er auch heißt. Sein vierter Kampf in Diensten des ES-Burgstalles heute Abend. War eine richtig gute Verpflichtung. Aber der ist giftig hier, dieser Hakim Zulika. Gute Leistung von beiden bis jetzt hier in dieser ersten Runde. Boxen präsentiert von getgoods.de. Tolle Technik zum. Die zweite Runde in einem lebhaften Gefecht. Nochmal für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben: Robin Krasnicki, der Titelverteidiger, der WBO-Europameister, in der schwarzen Hose mit dem weißen Bund. Und dieser Hakim Zulika, die Nummer 8 der französischen Rangliste, erwies sich hier als beherzter Angreifer. Aber ist guter, zweimal gute Konter, fängt aber auch die Linke. Ja, schenken sich nichts, die beiden. Krasnicki, 24 Jahre alt, Zulika, 25. Zulika macht das, was ein Herausforderer tun sollte. Er greift an, nimmt hier sein Herz in beide Fäuste, versucht Robin Krasnicki unter Druck zu setzen. Ist natürlich für einen Konterboxer nicht schlecht.
München. Robin Krasnici kommt dann 5 Wochen vor einem Kampf hier nach Magdeburg, um sich in die Dienste von Dirk Czemski, seinem Trainer, zu stellen. Ansonsten wohnt er in München und wird dort von Alfred Segerer trainiert und betreut, der ihn vor allen Dingen auch konditionell weit nach vorne gebracht hat. Schon eine leichte Schwelle in unserem linken Auge bei Zulika. Ah, auf dem Schlagabtausch ist man begeistert in der Ecke des Franzosen Faisal Umrani. Jubel da, sein Trainer. Allerdings hat er nicht allzu oft getroffen. Deckung. Aber er zeigt Krasnici, Junge, du musst aufpassen. Schöner Aufwärtshaken, ansatzlos angesetzt. Ja, das macht er gut. Fällt mir sehr gut, dieser Kampf. Technisch. Gut, Aufwärtshaken, klasse. Ganz kurz abgezogen, wie eben. Toller Kampf. So, nochmal eine kurze Zeitlupe. Dritte Runde. Und waren die französischen Betreuer eben noch begeistert, als da 2-3 Schläge von Hakim Zulika ankamen. Da gab es jetzt eine ganz schöne Abreibung in der Ecke eben, weil er da zu offen im Hurra-Stil da auf Krasnici zugestürmt ist und natürlich einige Aufwärtshaken da eingefangen hat. Also wurde er ganz schön zusammengestaucht von Faisal Umrani. Links, rechts. Bum, bum hat's gemacht. Zulika wurde 2008 Profi. Er litt ähnlich wie Krasnici relativ früh in seiner Karriere 2 Niederlagen. Einmal gegen Abdelhader Kasakli, das andere Mal gegen Rashid Chikuto, der inzwischen französischer Meister im Supermittelgewicht geworden ist. In 20 Kämpfen nicht an 1-2 verloren hat. Also das war schon eine Hausnummer. Ansonsten ist er seit Oktober 2008 in 13 Kämpfen ungeschlagen. Dieses Jahr, im letzten Jahr, trat er 3-mal an. Gewann gegen 3 Landsleute, schlug dabei Tadasz Jonkus K.O. Also durchaus ein gefährlicher Bursche, dieser Hakim Zulika. Ja, und er muss aufpassen, Robin Krasnici. Er war für seiner Sache ja ganz sicher, dass er den Kampf gewinnen wird. Die Nummer 6 der WBO-Rangliste. Aber er hat ja eine ganze Menge Arbeit zu erledigen. Er landet viel auf der Deckung, aber gefährlich ist er, dieser Zulika. Man muss ja sein Visier noch besser einstellen. Robin Krasnici hat Glück gehabt. Da wird er durch seinen eigenen Schlag fast ausgehebelt. Aber alles in allem muss ich sagen, ganz fairer Kampf bislang. Keine Arbeit für Lassen Ungar aus den Niederlanden. Ja, nach wie vor viel Tempo im Kampf. Und das Ganze ist noch lange nicht eine gemähte Wiese. Krasnici, der ist allerdings nach vorne stürmt und hier nochmal versucht, Zulika zu beeindrucken. Boxen präsentiert von GetGood.
Gong zur vierten Runde. Timekeeper sind hier übrigens Heike Huber und Dieter Adam. Dieter Adam, nicht nur ein Boxfan, sondern auch selber sportlich aktiv. Fünfmal ist er deutscher Meister im Cheating Curl geworden, eine Art Gewichtheben, wo die Gewichte aus dem Unterarm heraus bewältigt werden müssen. Ist auch deutscher Meister. Dieter Adam. Ja, macht er gut, treibt da Krasnici mit der Führungshand vor sich her. Bislang ein ganz ausgeglichenes Gefecht hier zwischen diesen beiden Kontrahenten. Ja, war meine Rechte, aber auch auf der Deckung gelandet. Also er boxt mit also ein bisschen offen. Bobin Krasnici. Ja, es greift er mal selber an. Also ich denke auch, er hat hier seinem Gegenüber Haki Zlika das Heft des Handels hier einfach zu sehr belassen. Er muss es selber hier mal versuchen, von der Ringmitte aus den Kampf zu bestimmen. Dem Gegner die Taktik aufzudrücken und nicht dessen Taktik da anzunehmen mit irgendwelchen Kontern. Der Aufwärtshakner kommt ganz gut. Allerdings müssen auch ein paar Kombinationen langsam mal eingestreut werden. Links, rechts hat ihm auch Djokchemski eben mit auf den Weg gegeben. Schön die Rechte. Ja, das war gut. Beweglich ist er. Deckung stimmt auch noch so einigermaßen. Oh, da war eine schwere Linke zum Kopf von Krasnici. Hat er geschluckt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, wenn man da Sperenzi macht, dann sollte eben der Aufwärtshaken auch sitzen. War zu kurz abgezogen. Natürlich auch das wieder Schläge, die natürlich auch Kraft kosten, muss man ganz klar sehen. Irgendwie hat er die Distanz hier zu dem tapferen Hakim Zulika noch nicht gefunden. Der kommt wieder. Schön linke. Ja, da war mal die rechte durch. Allerdings hat ihm jetzt hier die Power gefehlt. Mal die rechte von Zulika, nochmal die linke. Aber macht das gut, der kleine Franzose. Beschäftigt da Robin Krasnici mehr, als ihm lieb sein kann.